Ist es erlaubt, täglich Nasheed zu hören, ohne Instrumente, oder soll man dies nur zu besonderen Anlässen tun? Wallahi, was mich schmerzt, ist, dass Leute mehr Nasheed-Lieder kennen als Koran. Ich meine jetzt, ich sage nicht, dass Nasheed verboten ist, aber was ist jetzt besser für das Herz? Natürlich der Koran. Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Werden die Herzen nicht nur mit dem Gedenken an Allah azza wa jal ruhig? Und Gedenken an Allah, al-Dhikr ist sowieso der Koran. Deswegen, ja, Ikhwa, man sollte sich mit dem Koran mehr beschäftigen. Ich meine, schön. Ghuraba, 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 ghuraba. Aber nicht, dass dein Kaugummi rausfliegt. Okay. Und jetzt? Bist du jetzt Gharib? Aber subhanallah, das bleibt im Ohr. Jetzt habt ihr das eine Woche. Ja. Aber dann gibt es eine verbotene Form. Wenn man Nasheed hört und denkt, dass man sich Allah damit was nährt, das ist eine Bid'ah. Das ist eine Bid'ah. Und sowieso, der Nasheed ist nur erlaubt, mit Bedingungen, keine Musikinstrumente, keine schlechten Wörter. Das heißt, keine Musikinstrumente, das ist definitiv verboten dann. Selbst die Gelehrten, die Nasheed erlaubt haben, haben das dann auch verboten, wenn Musikinstrumente dabei sind. Keine schlechten Wörter und man soll nicht übertreiben damit, ja. Ganze Zeit, wo du bist, Oraba, Markt Oraba, Schule Oraba, Ausbildung Oraba. Na, man soll nicht übertreiben. Wallahu ta'ala ala wa ta'ala. Na.